Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ja, also bisher läuft das ja sehr gut mit dem Überleben. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Ich hab keine Ahnung. Chris, Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Bisher. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Was war das da? Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darum hat's... Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! 13. August, Cape Cod. Josh mit seinen hübschen Schwestern, Hannah und Beth. Ihr seht super aus, Leute. Ah ja, okay. Gut. Oh, da liegt auch noch was. Die Bruchstücke der Vase. Sieh mal hier. Chris, was ist dir passiert? Tod und Verderben ist passiert vielleicht. Ich bin kein Forensik-Experte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Das machst du gut mit deinen Mutmaßungen. Weiter so. Was haben wir denn da hinten? Was? Was soll das? Ja. Bestimmt voll gut und so. Kann ich hier durch? Tatsächlich. Das ist so abartig. Ja, ich soll hier nicht durch. Sie ist immer noch total blutverschmiert von Joss. Blut, hallo. Gibt es Geister, die uns den Weg weisen wollen? Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Wer war das? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Da war ein Geist. Oder? Nachgeben. Beharren. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris! Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht, wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Vorsicht, Stufe. Ah, okay, er muss nicht Dreieck drücken. Muss ich Dreieck drücken, damit ich da über die Stufe rennen darf? Na gut, ich renne auch nicht. Ich gehe ganz vorsichtig. Okay, aber wo ist Sam? Ist sie denn tot durch den... was auch immer in der Nadel drin war? Oder... ist sie nur betont? Wow! Wow! Das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle? Ist denn hier los? Oh. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist angestoßen, oder? Bist du angestoßen? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier alles... Da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Was genau soll das darstellen? Dann ist die Frage, wo ich den Schlüssel herkriege. Warte mal. Ob der Schlüssel hier irgendwo in der Nähe ist? Da ist die Tür, durch die Sam durchgegangen ist. Hm.
Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du es nicht gesehen? Er hat sich nicht dahin gedreht. Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Oder wie Beth. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Wie kann da überhaupt irgendwie so viel hier passieren? Was da? Der Schlüssel. Ha, na bitte. Oh mein Gott! Da, Chris! Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast! Siehst du? Das ist, Du siehst es, du! Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Ja, dann mach doch mal das Puppenhäuschen auf. Mach es auf. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah, letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Was ist denn da jetzt? Ein Tagebuch? Sieht so aus, das ne? Ist Hannas Tagebuch. Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. OMG, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu, morgen steigt die Party. Wenn wir hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Aber, was? Ich durfte es nicht zu Ende lesen. Boah, Leute. Oh. Das kommt von da hinten. Welches da hinten? Dieses da hinten, wo... Nein, nicht das. Oh, wo geht's denn da lang? Wo Sam durchgegangen ist. Ich weiß, es ist nicht gut, sich grundsätzlich aufzuteilen in einem solchen Horror-Szenario. Hier ist kein Griff dran. Ah, okay. Hätte ja sein können, dass inzwischen da wieder ein Griff dran ist, aber nein. Da machen wir sonst ganz kirre, wenn ich da nicht geguckt habe. So wie da sowieso einige andere Stellen mich schon ganz kirre machen, weil ich dahin nachgeguckt habe. Dann muss man da manchmal halt so kleinen Dingen nachgehen. Hallo. Keiner da. Okay, dann kann ich ja wieder gehen. Nichts da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Und warum erschreckt es uns, wenn es der Geist ist von Hannah oder Beth? Schrecken die uns? Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Nur irgendein Gedöns? Da! Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Aha, ich durfte es nicht zu Ende lesen. Warum nicht? Eine Schere.
Nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Ich durfte... Ich hoffe, ihr habt das wenigstens gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Was haben wir hier? Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Ah, lecker. Shit. Wo kommen die Kakerlaken her? Warum sind die da drin gewesen? Wer ist eigentlich Paul? Ein Erdbeben? Oder irgendwie sowas? Hier geht's nicht nach Glauben. Hier geht's nach Müssen. Oh, in aller Welt sind wir hier. Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ach, deswegen. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich hab doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Abschätzig, sie hat überreagiert oder wir haben sie blamiert? Wir haben sie blamiert. Wenn du es wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht. Gerade halt, wenn es halt Menschen sind, von denen man halt glaubt, das sind ihre Freunde. Was ist das? Oh nein. Was ist das? Sams Armband. Und sie nimmt dieses Ding nie ab. Nicht mal beim Baden? Wir müssen sie finden. Schnell. Ja, so schnell wie ich laufen kann, ne? So schnell ist das ja nicht. Was haben wir denn da? Ein Paket? Falsche Zeitungen. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Vom 18. August 2014, Absender Quality Corporation Limited. 2100 Clark Avenues, Southwest, Edmonton, Alberta, T6N8J5. Ah, wie kommen die auf einmal da drauf, dass das jetzt gefälschte Zeitungen seien. Ich meine, ist ja gut, dass es gefälschte Zeitungen sind, aber was steht denn drin? Bisher wissen wir nur, es sind gefälschte Zeitungen. Und das war's. Wir wissen nicht, was da drin steht in den gefälschten Zeitungen. Und wir wissen auch nicht, wie die darauf gekommen sind jetzt so wirklich. Zumindest sehe ich das halt nicht. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Ich hab wirklich Angst. Suchen wir Sam. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja. Wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Okay. Ja, wir haben zumindest einen hohen Neugierigkeitsdrang. Romantiker ist gerade zurückgegangen. Beziehungsstatus mit Chris ist ganz weit oben. Aber wir sind halt nicht romantisch. Aber wir hätten auch Romantik aufbauen sollen. Ja, gut. Wird schon, irgendwie. Hoffe ich. So, was gibt's? Stehst du da so rum? Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh.
Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen.